Amerika wundert sich schon eine Weile, warum Joe Biden trotz seines hohen Alters nochmals antritt für eine zweite Amtszeit. Jetzt hat er selbst seine Motive verraten bei einem Fundraiser. Er sagte, er wäre vielleicht gar nicht mehr angetreten, wenn nicht Donald Trump sein wahrscheinlicher Gegner wäre um die Präsidentschaft in den USA. Joe Biden sagte, Donald Trump müsse mit aller Macht verhindert werden und er hält sich selbst für den effektivsten Kandidaten, natürlich auch, weil er Donald Trump bereits im Jahr 2020 geschlagen hat. Jetzt allerdings sehen die Umfragen düsterer aus für Joe Biden und das ganze Rennen im nächsten Jahr ist natürlich offen. Währenddessen ist eine relativ bizarre Diktatorendebatte entstanden in den USA. Es gibt zahlreiche Warnungen von Meinungsführern und Politikern, dass die zweite Trump-Präsidentschaft um einiges radikaler ausfallen würde als selbst die erste. Und jetzt wird hier immer schriller und immer öfter und immer dringlicher gewarnt, dass Amerika in eine Diktatur abgleiten könnte unter einem neuen Präsidenten Donald Trump. Trump selbst äußerte sich dazu. Er wurde gefragt bei einem Interview auf Fox News, ob er denn ein Diktator werden würde. Und Donald Trump sagte fast scherzhaft, nein, aber außer dem ersten Tag im Oval Office. Dort möchte er sofort aufräumen und hat gesagt, als erste Handlung möchte er die Grenze, die amerikanische Grenze zu Mexiko sichern. Die Debatte geht weiter. Donald Trump hat im Wahlkampf relativ radikale Rhetorik verwendet, in letzter Zeit sogar Ausdrücke wie aus der Nazizeit verwendet, als er politische Gegner als Ungeziefer bezeichnet hat. All das führt zur Sorge in den USA, dass hier doch ein neuer autokratischer Führer heranwachsen könnte, der Amerikas Demokratie aushöhlen könnte. Nach wie vor tobt in den USA die Diskussion um das Alter der beiden wahrscheinlichen Kandidaten für die nächstjährigen Präsidentschaftswahlen. Natürlich Joe Biden mit 81 Jahren längst der älteste Präsident in der amerikanischen Geschichte. Und jetzt versucht sein möglicher Rivale, wahrscheinlicher Rivale Donald Trump, daraus Kapital zu schlagen. Das hat er bereits in den letzten Monaten getan. Jetzt wieder ein Angriff. Donald Trump behauptete, dass Joe Biden gar nicht wisse, dass er noch am Leben sei. Er sagte, der Präsident könne keine zwei Sätze aneinander fügen. Wirklich harte Bandagen gegen den Demokraten. Allerdings, bei Donald Trump wird manchmal auffällig, dass auch er bereits eines fortgeschrittenen Alters ist. Natürlich, Donald Trump ist wenig mehr als 4 Jahre nur jünger als Joe Biden und oft sieht man, dass auch er einige Dinge vergisst, Namen durcheinander bringt. Allerdings in den Augen der amerikanischen Öffentlichkeit sind die Sorgen bezüglich des Alters hauptsächlich gerichtet auf Joe Biden. Mehr als 70% der Amerikaner glauben, dass der Präsident einfach zu alt für den Job ist. Bei Donald Trump sind es nur ungefähr rund 50%. Klar ist allerdings aufgrund auch dieser Duelle um das Alter, dass die Bevölkerung in den USA doch insgesamt frustriert ist, dass es in der amerikanischen Politik derzeit keine jüngeren Kandidaten gibt, die antreten könnten zur nächstjährigen Präsidentschaftswahl.